Aus dem einfachen Grund, weil die Oper zeitlose Themen auch verhandelt. Zeitlose Themen von Isolation, von Vereinsamung, von Verlust, auch Tod, ziehen lassen, sterben. Und natürlich aber auch gleichzeitig die zentrale Frage schlechthin stellt, was ist eigentlich die Unterwelt, losgelöst vom romantisch verklärten Bild, dass die Unterwelt eine Hölle ist, wo Feuer existiert, wo irgendwelche Menschen gepeinigt werden, wo die Albträume ihr Zuhause haben. Deswegen verstehen wir auch diese Oper als einen großen, langen, einsamen, inneren Monolog von Orfeo. Und den Abstieg in die Hölle lesen wir eher als eine Reise ins eigene Ich, in der Konfrontation mit allen Abgründen und Sehnsüchten, Albträumen und Träumen, die man hat, eben durch den Verlust eines Teils von einem Selbst. Nicht nur der Tiefpunkt, sondern auch dieses immer wieder Schöpfen in kleinen Momenten, Schöpfen der Hoffnung. Und dass da doch wieder irgendwas ist, wo man denkt, ja, vielleicht ist ja doch, wird doch alles wieder gut. Vielleicht werde ich wieder gesund oder vielleicht erfüllt sich doch das, wovon ich träume oder was ich mir wünsche. Oder Orfeo bei uns ist ja so verrückt, sage ich mal, in seiner Welt und in seiner Krankheit im weitesten Sinne. Bin ich jetzt tatsächlich verrückt oder bin ich einfach nur so? Das finde ich das Spannende eben an dieser Entwicklung auch von der Rolle mit dem Regisseur zusammen. Dass diese Unterwelten, unser normales Koordinatensystem, unsere normalen physikalischen Gesetze, wie wir uns bewegen, wie wir navigieren durch unser Leben, erstmal komplett in Frage stellen, von einer Sekunde zur anderen. Und da deshalb gehen wir in der zweiten Videoebene unter Wasser mit zwei Tänzern, die natürlich in der normalen Welt wissen, wie sie sich zu bewegen haben, aber jetzt in dieser Form von Unterwelt ihren kompletten gewöhnten Bewegungskodex neu hinterfragen müssen, weil sie natürlich nicht mehr einfach eine Pirouette dort drehen können.